Freunde, what's up? Moonbunny, ja, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14 mit Jenny. Hallo Jenny. Hä? Ich bin doch Ben. Hallo Ben. Willkommen zurück bei Jenny. Schön, dass du reinschaust, Ben. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Wir haben das letzte Let's Play mit Ben aufgenommen im... Ja. Mists of Pandaria? Nee. Legion? Hä, was? Ich habe mit Ben auch ein Level-Let's Play. Ich glaube, es war Legion. Oder? Ja, Ende Legion. Ende Legion, glaube ich. Warum weißt du es nicht? Das warst doch du. Bist doch Ben. Ich bin doch nicht Ben. Was? Bist du Epo-Fuchs? Nee. Wer bist du dann? Dein Arschloch. Bist du blöd, Alter. Hättest du alles bringen können, Hyeres oder irgend sowas, aber nee, brichst du meinen Arschloch. Heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Istanbul. Bull. Wir packen lecker Kölschein und den Liegestuhl. Stuhl. Und wir fahren bis nach Istanbul. Bull. Gehen wir jetzt nach Loch Modan? Nach links, oder? Ja, gehen wir da jetzt hin? Ja. Geil, Alter. Big Freitags-Epi. Ist ja noch richtiges Abenteuer. Freu mich. Naglina Glor. Wunderbar. Naglina Glor. Na wunderbar. Oh Gott. Ah, nicht Schuri, mein Gesicht. Oh, sei leise. Immer wieder Österreich. So kacke. Ey, dieser Song, ich weiß nicht, der ist sowas Besonderes. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde, das ist der besteste, Alter. Das ist der besteste Anti-Nazi-Song, den ich je gehört habe, Alter. Es ist so gut. So clever, ja, kannst, und so. Du kannst es nicht mal singen. Parodisch. Na, ich kann halt den Dialekt nicht, aber ich kann dir sagen, was er singt. Ja, dann sing mal. Er freut sich am Anfang. Er sagt am Anfang, dass er Sperma im Gesicht hat. Churi in sein Gesicht. Lust auf ein Glas. Aber es ist Churi ohne Reue, also er bereut es nicht. Und dann erklärt er warum. Ja. Weil er halt auf Rot-Weiß-Rot gewichst hat und. Auf, weil er die Hand hebt und so zum Gruße, weißt du, und so Nazi-Sachen halt. Und, Ja, passt schon, danke. Danke! Wer nicht weiß, worum es geht um den immer wieder Österreich-Parodiesong von Jan Böhmermann, der vor Monaten schon rausgekommen ist, aber immer noch in meinem Kopf rumspukt und einfach nicht weggeht. Immer wieder Österreich. Oh. Immer wieder Österreich. Machen wir zuerst einen Teaser, ja? Na, der Bär ist schon auf dem Weg. Bär steht da. Der Bär. Der chillt. Kommt der normal nicht angerannt? Eigentlich ja, aber... Ja, hat halt keinen Bock. Oh, da kommt noch ein Leopard. Ein Leoderp. Schön gedottet, bevor er gestorben ist. Oh! Ja, nimm. Aber ich hab halt zwei Hand aktuell, aber. Oh. Aber grünes Schild, Schmusi! Wieso markierst du mich eigentlich mit Mond? Das macht ja gar keinen Sinn. Eigentlich müsstest du Purple sein, gell? Yeah. Und weil ich Krieger bin. Mir ist egal, welche Farbe, aber es muss von der Umgebung herausstechen. Ja, Mann. Das ist absolut richtig. Ja, herausstechen wie mein Schwert. Schlitz. Ich hätte so gern, wenn wir jetzt nochmal anfangen würden, das Let's Play, dann würde ich meinen Zwerg so machen wie der aus Delicious in Dungeon. Wir müssen gar nicht bei dem abgeben. Doch. Hä? Hä? Warum hä? Bist schon wieder blöd? Oh man, ich muss den Piloten auch anklicken. Ha ja. Ach man, ich habe gedacht, dann spawne ich einen Doppelbären.
Ich habe extra den Pilot nicht angeklickt, Hasi. Ja, du hast es wieder vergessen. Ich habe nicht vergessen. Ich habe es extra nicht angeklickt, weil ich gedacht habe, sonst spawne ich zweimal Bär. Ja, machst du ja auch, aber du musst doch Quest abgeben. Oh Mann, ich muss den finden, den Pilot. Wo ist der nur? Immer wieder Österreich. Ja, bist du der echte Moonbrun? Bist du der echte? Oh, Leck, jetzt kann ich Quest abgeben. Pock. Pock. Hasi, ich hab noch einen Muffin. Willst du den essen? Ja! Weil der wird sonst schlecht. Weil du Bauchweh hast, gell? Nee, der wird schlecht sonst. Gammelig. Gammelmuffin. Was ist denn? Blaubeer, Schoko, was denn? Das ist normales heller Teig mit Schokostücken. Heller Teig? Ja, nehme ich. Schieb rüber! Das Gebäck. Aber wenn du hier bist, ich werde so viel Fressen einkaufen. Nein. Du. So, Furor, was haben wir jetzt hier? Erhöht eure Chance, mit Nahkampfwaffen einen kritischen Treffer zu erzielen. Das klingt doch eigentlich ganz nice, oder? Du da di, du da di, dö, dö. Was bietet Waffen? Parieren. Verwunden. Heldenhafter Stoß. Wutpunkte. Achso, ja, ich muss abgeben, ja. Sorry. Was geht euch durch den Kopf? Oh. Seid auf der Hut. Boah. Jetzt habe ich Einhand und Schild, Hasi. Ja. Falls wir mal tanken müssen. Todesminen. Okay. Halt, gehen wir jetzt. Achso, okay, ja. Wir hätten eigentlich in Sturmwind Elmors Aufgaben mitnehmen können und hätten die jetzt hier oben im Norden abgeben können. Ja, true. Scheiße. Aber ist egal. Ja, ist egal. Wir leveln ja eh alle Startgebiete, hast du gesagt, von daher. Hi, Energie. Heißt es eigentlich, dass wir jetzt gar nicht nach Lochmodan gehen, sondern gehen wir jetzt... Na doch. Wir machen halt die Quests, die wir machen können und dann... ab. Aber wir sind ja jetzt schon 11. Ja, und? Heißt ja nix. Ja doch, weil... Soll ihr uns ja auch was bringen, ja, nee, oder? Wenn wir Walfen Elven jetzt noch questen, oder? Ja, aber die jetzt... Pssst. Ja, wenn wir da mit 13 hinkommen, dann haben wir nur graue Quests. Jo, wo läufst du hin? Jo. Was denn, hä? Was ist da hinten? Warum gehen wir da hin? Hä, das ist Schimmerstark Bier, Bro. Oh ja! Starkbier! Da gehen wir hin. Oh ja! Also ich gehe jetzt hier rein in den Furrohr, ist mir egal. Ich will Crit. Cool. Gib mir Crit. Kritische. Oh, ich sehe was auf der Map. Ramponierte Truhe. Ja, bin jetzt gespannt, ob du sie auch siehst. Hä, ich sehe die safe. Aber ja, da ist so ein Pfeiler an der Minimap, dass die unter uns ist. Ja, nee. Komm jetzt. Jetzt chill mal. Komm jetzt. Ich sehe sie, aber die wird bewacht von Level 12 an. Sollen wir das machen? Das ist ein Ja-Chat. Ist der Elite? Nee. Was? Ja, das sind ganz viele auf einem Haufen, ne? Ja. Du machst es schön. Schön pulst du die Mobs da raus. Ja, mei. Ja, wunderbar. Na, na, klar. Ja, ganz großartig, du. Oh, Body Aggro. Der ist halt auch Level 12, gell? Was willst du machen? Da kannst du nichts machen. Da stehst du nicht drin. Was? Ja. Warum? Ich weiß nicht. Why am I dying? Das ist so überspitzt. Was ist überspitzt? Mal österreichisch. Das ist nie mal österreichisch. Oh Gott, ich hab Aggro. Verfehlt. Jenny verfehlt. Ich hab nicht genug Wut. Eskaliert. Okay. Hä, ist doch clear.
Mau. Du darfst die Truhe öffnen. Du hast so viel beigetragen jetzt. Ich hab gar nichts gemacht, aber okay. Du hast alles getötet, Hasi. Ja, so wie immer. Ist ja nichts Neues. Komm, mach auf. Okay. Hol Epics raus. Stab des Jordan. Boah, das wäre big. Zulianischer Tiger. Quellwasser, Heiltrank, Dolch und Äpfel aller Big. Big Äpfel, Dude. Huge! Auf Glattbasis. Okay, ich geh jetzt abgeben. Wo ist mein Bier? Hast du gerade mich ausgelacht? Nein. Bro. Yo, Bro. Yo, Bro. Yo, Bro. Yo, what's up? Moonbone hier. Ich hab so Lust, die alten Dinger anzugucken jetzt. Ja, dann guck doch. Ja, aber ich hab so viele andere Serien, die ich gerade gucken will. Ich hab schon. Du und deine Kack-Serien immer und deine Kack-Filme. Das ist jetzt kein Witz, Schmusi. Das ist eine Sucht. Ja, ist es. Aber ich sag dir jetzt, ich meine das jetzt ernst, okay? Ich hab schon überlegt, ob ich wirklich mal zwei Sachen gleichzeitig schauen soll. Auf zwei Bildschirmen. Ja. Ob ich oben eine Serie gucke und unten eine Serie. Weil ich gucke ja auch Serie und Zock nebenher. Warum soll ich nicht zwei Serien nebenbei gucken können? Nee, da kriegst du Kopfweh. Aber dann könnte ich mehr konsumieren. Weißt du? Die Frage ist nur, was? Ja, ich habe das wohl durchdacht. Die einzige Problematik, die ich sehe, also ich glaube, ich könnte mich auf beides konzentrieren. Das würde ich hinkriegen. Ich glaube nur, was mache ich, wenn es in der einen Serie voll traurig wird und in der anderen ist gerade voll lustig? Wie würden meine Gefühle, wie würden die das hinkriegen? Das wird, glaube ich, nicht gehen. Was ist mit dir? Hier sind wir. Das ist Sucht plus, Alter. Ja, es gibt so viele Sachen, die ich sehen will und ich habe nicht genug Zeit. Das ist die einzige Möglichkeit. Was soll ich sonst machen? Sag's doch mal. What the fuck? Chat, was hättet ihr für eine Lösung dafür, für das Problem? Es gibt zu viele Sachen, ihr könnt nicht alles anschauen. Was ist die Lösung? Indem du einfach... Still auf 1,5 Speed. Du könntest ja einfach dein Content-Creator-Leben aufgeben und du hättest mehr Zeit. Darüber habe ich die Woche auch schon zweimal wieder nachgedacht. Oh mein Gott, Alter. Aber nicht aus dem Grund mit der Serie, sondern wegen allem anderen außenrum halt. Was kann ich für euch tun? Oh, ich sag's, das Leben ist kein Schlotzer. Nee. So. Das war's nie. Jetzt holen wir den Flugpunkt zuerst, ja? Cool. Also ich würde es mal Folgendes vorschlagen, Schmusi. Ich weiß, die Quests sind jetzt eigentlich hier rechts, ne? Ja. Aber wir haben jetzt noch in der Episode 6 Minuten, 7 Minuten circa. Ich finde, es lohnt sich jetzt nicht, darüber zu gehen und anzufangen. Wie wäre es, wenn wir stattdessen Flugpunkt holen und noch meine Kriegerquest abgeben? Okay. Ja! Dann haben wir das die Woche nämlich auch noch erledigt. Ja. Und wir können halt noch alle Quests im Loch da unten annehmen. Juhu, Pock. Tell Samar. Hasi! What the fuck? Was denn? Das klippt safe jemand out of context. Das ist mir egal. Ich sehe schon Katrasch, wie er es macht. Und dann spielt das im Discord immer als Sound ein, wenn ihr zusammen overwatcht. Wieso Katrasch? Ich weiß nicht. Der kann das nicht. Doch, Katrasch kann das. Nee, Katrasch ist zu faul. Was? Ja. Katrasch ist Mod bei mir. Wie sagen wir, er ist faul? Steht auf, dann macht er sich so ein bisschen wach, so mäßig so. Aha. So zockt ein bisschen, dann geht er einkaufen. Woher weißt du das alles? Nee, weil ich das kann man interpretieren. Ah. So von seinen Online-Verhältnissen her. Du schätzt es so ein, ja. Ja. Legen wir hier Riesstein? Einkaufen. Eure Reisen sicher sein. Actually, sonst den Eisenspiegel, hätte ich gesagt, oder? Können wir auch, ja. Okay, erzähl weiter, sorry.
Ja, dann meistens geht er einkaufen, weil er halt einfach kein Essen zu Hause hat. Man sieht sich, ich habe die besten Waren. Oder er bestellt sich Essen. Aber das kommt drauf an, wie sein Gemüt gerade ist. Ob er doch nicht so faul ist und einkaufen geht oder ob er doch. Weiß ich nicht mehr. Ja, ja, kenne ich. Ja, und dann zockt er halt den ganzen Tag. So einer ist Katrasch. Und dann macht er auch mal Haushalt, I guess. Ja, und wann fährt er seine Harley mit seinem Rockergang? Ja, das weiß ich nicht, das ist dann, weiß ich nicht. Das ist die Prime Night. Prime Night, Alter. Amazon Prime Night. Mann, ich finde hier keine Quests. Du musst gleich mal vergleichen, please, dann. Was muss ich denn vergleichen? Unsere Questlogs. Ob Halle. Ich alle Quests habe, die du auch hast. Okay. Weil hier ist nichts. Kann ich das da? Nee, das kann ich noch nicht. Ah, hier ist eine. Was kann ich für euch Bergbaulehrer. Oh Gott. Wir sind, kaum sind wir im Loch Modan. Provok, Krokolisk, du Loch. Geht's los. Salut. La guild afkatu recrut toute personne. Francophone. Bravant le terrible alt-tap. Ah ja, steht doch da. So, habe ich jetzt alles, was du auch hast? Ja. Okay. Wieso muss ich das eigentlich vergleichen? Na, weil du Questi hast und mit Sicherheit alles angenommen hast. Oh, wir haben sogar die Hin- und Her-Flieg-Quest hier. Bleib sauber. Dann lohnt sich das ja sogar, nach Eisenschmiede zu fliegen. Guck, oh, ich bin so schlau. Habt ihr das gerade gehört, Chat? Habt ihr das gehört, wie sie gegiggelt hat? Das Lachen? Das ist das, was ich so liebe. Ich liebe das Giggeln. Wenn sie so giggelt, ich finde das so süß, Alter. Das ist so schön. Was ist da jetzt? Vor allem, ich kann das halt nicht mal nachmachen. What the fuck? Okay, nice. Okay, nice. Tschüss. Wolltest du mal gesagt haben, weißt du? Okay, ich danke. Kein Problem. Zu dir habe ich nichts gesagt. Ich hab's im Chat erklärt. Also. Will jetzt mal nichts drauf ein, du. Da war's wieder. Habt ihr das gehört, Chat? Da war's wieder. Jetzt lachst du mich aus, oder was? Nein! Aber voll schön, dass das schon wieder war. Jetzt wissen sie genau, was ich meine. Könnt ihr zurückspulen und sich's anhören. Ja, toll. Und ich auch. Das ist wie so ein Psycho. Sitze ich dann da. Lieber wieder 10 Sekunden zurück. Anhören. Dunklen, Alter. 10 Sekunden zurück. Anhören. Creepy. Ich glaube, Ember macht das. Psst. Was? 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 Auf jeden Fall. Boah, ich wollte gerade was sagen. Ja? Ja? Nee. Sag nix, ich will hier nichts schneiden, Alter. Ich will nur hochladen. Sag nichts Falsches. So, jedenfalls. Nein, so schlimm wäre es nicht, aber ja. Ja? Ja? Achso, ja. Ja? Ich wollte gerade sagen, Chat. Ihr schreibt jetzt alle in die Kommentare, wie eure McDonalds-Bestellung aussieht. Oder Burger King. Immer. Also immer, wenn ihr hingeht, was bestellt ihr? Eure Standardbestellung? Ja. I like this. Schreibt eure Standardbestellung. Assi? Also beim... Ja? Entschuldigung, denk dran, ich muss noch zu meinem Lehrer. Achso, ja. Tschüss. Bei dir, ja? Also, wenn ich zum Mc's gehe... Also pass auf, es gibt zwei Varianten. Pass auf jetzt. Die Big Hungry oder die normale Bestellung? Normale Bestellung ist McChicken, Nuggies, aber kleine Nuggies, also 6er. Dann entweder Pommes oder wie heißen die? Curly Fries. Dann nehme ich das, worauf ich Bock habe. Und dann noch ein kleines Getränk. So, das variiert auch immer, aber oft ist es Cola oder Sprite. Und dann
als Dip immer süß-sauer. Ja. Ab und zu auch hier Sour Cream. Hallo? Nein. Funktioniert mein Mikro? Hallo? Ja, ja, ja. Achso, ja. Wegen Sour Cream. Die benutze ich halt nicht oft, weil die ist ja schon im Burger drin. Weißt du? Oh, okay. Ja, und je nachdem, ob ich dann noch ein bisschen mehr Hunger habe als sonst, dann ist noch ein Dessert dabei. So ein Oreo McFlurry Poggers. Und die Big Hunger ist halt einfach noch ein Burger dazu. Und dann 9er Nagi und eine mittelgroße Pommes oder so. Das ist Big Hunky. Das ist Big, ja. Ja. Und dann bei Burger King, was bestelle ich da immer? Oder was nehme ich da immer? Na, das kann ich jetzt nicht sagen, weil du hast jetzt die Burger genommen, die waren ja saisonal, die gibt's ja nicht immer. Ja, die letzten zweimal. Aber was würde ich denn... Einmal habe ich was genommen, was nicht saisonal ist. Na, einmal hast du den Big King probiert, oder? Ganz am Anfang. Ja, das war dein Big King. Ja. Das war mein Big King, Alter. Und dann... Boah. Ich weiß ich nicht, sonst nimmst du Crispy Chicken oder sowas, oder? Ja, Long Chicken. Long Chicken, genau. Nee. Und einmal hast du nicht auch den Jalapenos, den extra Long Chili Cheese? Den hast du auch mal gegessen, glaube ich. Nee, das war ein saisonaler Burger. Oh. Mit dem Chili irgendwas. Hey, meine Kriegerquest geht voll lang. Kurze Lieferung, Band der Dunkeleisenzwerge. Begebt euch zu Iron Bands Lager. Rächt den Tod meines Meisters. Bring die Ladung Erz zurück. Habt ihr ein Lager südlich des Himmels in Dunmorrow? Oh Gott. In Dunmorrow, Hasi. Im östlichen Dunmorrow. Ich hab schon gehört. Ja, aber das machen wir jetzt nicht mehr, oder? Wir können das ruhig machen. Aber wir haben keine Zeit mehr. Ach so. Ja, das haben wir nicht gewusst. Ja, das ist ein bisschen blöd jetzt. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Tschüss. Ein bisschen blöd jetzt. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Wie geht's? Ich esse wollen wir nicht hier auslangen? Lass uns doch rüberfliegen, dann kann ich noch erzählen, was ich immer esse. Ach so, ja. Wir fliegen da jetzt einfach noch hin. Nach Telsammer. Ich nehme im Burger King auf jeden Fall den Big King. Das ist Standard. Und da wird außen rum gebaut. Wenn ich ein bisschen mehr Hunger habe, dann wird es ein Big King XXL. Wenn ich noch ein bisschen mehr Lust und Hunger habe, dann wird es ein Big King XXL mit Menü. Mit normalen Pommes, weil ich mag den anderen Special Shit nicht so. Normale Pommes und entweder Mayo. Oder manchmal habe ich auch Lust auf Ketchup. Oder Süß-Sauer-Soße. Zu trinken gibt es immer eine Cola Zero. Manchmal, wenn ich Lust habe, gibt es statt einer Cola Zero einen Erdbeershake. Weil ich liebe die Kombination von Big King XXL mit dem vielen Fleisch und so. Und dann zwischendurch am Erdbeershake nuckeln. Das ist so geil. Das ist so eine Geschmacksexplosion, Alter. Und dann... Das macht mich schon satt. Also vor allem, wenn es ein Big King XXL ist. Da habe ich früher zwei davon geschafft, in meinen besten Jahren, aber das schaffe ich nicht mehr. Ich krieg das nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr in mich rein, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, wenn ich noch mehr Hunger oder sagen wir eigentlich an dem Punkt schon, wenn ich noch mehr Lust habe, dann nehme ich mir noch irgendeinen Burger dazu, den ich ausprobieren will, meistens. So ein bisschen. Ich habe zwar eigentlich schon fast alle ausprobiert, aber es gibt ja immer mal so neue saisonale ja. Burger und so. Und im Maggis, da gehe ich eigentlich nicht hin. Wenn ich gezwungen bin, in Maggis zu gehen... The Big Mac wahrscheinlich. Wahrscheinlich The Big Mac. Ich habe ab und zu mal den Royal TS probiert, aber der hat immer übelst widerlich geschmeckt. Mein Lieblingsburger im Maggis ist der Big Rösti. Oder wie heißt der? Mac Rösti, ne? Heißt der? Mac Rösti, glaube ich, ja. Wir gehen in ins Gasthaus. Ach so, ich wollte abgeben. Upsi. Ach so, abgeben können wir? Ja, abgeben. Ja, Mac Rösti, aber was den gibt's halt nicht immer, euch? Ja. Aber das ist mein Lieblingsburger im Mc's auf jeden Fall.
Aber ich mag halt, ich mag Meckes wirklich nicht so. Ich bin McFlurry ist geil, steht Meckes. Man sieht sie. Ja, das ist Schlecki. Schlecki! Und ich muss auch sagen, die Nuggets sind bei Meckes viel besser als beim Burger King. Weiß ich jetzt actually, kann ich nicht mehr da nichts dazu sagen. Ich finde, die bei Meckes sind so viel knuspriger. Und das ist halt einfach geil. Ja, das kann schon sein. Hallo. Ich meine, das ist so. Ich meine, da kann ich zustimmen. Wenn du hier bist, gehen wir zu Meckes. Okay. So, komm, wir setzen uns hier hin und essen. Ja, juhu, ich kann mich... Ach, doch, hier. Da drüben. Geil, ey, fress ich, ey. Schön übers Wochenende chillen wir jetzt in der Taverne. Diese Fleischkeule, Alter. Ja, das ist meine, du kriegst den Käse da. Ja, ich will auch nur Brot den Käse. Da vorne. Und das Kastenbrot da vorne. Das ist halt legit ein Kastenbrot, du. Ja. Okay, Chat. Schreibt euer Standardmenü, Meckes oder Burger King oder so, unten in die Kommentare. Wir würden uns freuen und Dankeschön fürs Reinschauen. Erneut, wenn es euch gefallen hat, wie immer liken, kommentieren. Wir sehen uns am Montag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bin der Humi. Ich bin die Jenny. Und wir sind raus. Tschüss.